And when we had moved into the Romania, my student said, would you be so kind and make a cup of tea for us or a coffee or so? Somebody celebrated his birthday or so, then he made tea or coffee for us. Everything is usual, yeah. So, sorry. Liebe Frau Beulenhest, ich freue mich, dass wir uns hier in der VHS im Herzen von Neuss treffen. Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, um ein wenig über die Geschichte der VHS, die Inhalte und alles, was die VHS bewegt, miteinander zu sprechen. Und es war mein ausdrücklicher Wunsch, mit Ihnen zu sprechen, was natürlich damit zusammenhängt, dass Sie die langjährigste Dozentin, die langjährigste Mitarbeiterin an der VHS überhaupt sind und alle VHS, wenn ich so sagen darf, hier in Neuss miterlebt und sicherlich auch geprägt haben. Wann sind Sie zur VHS gekommen? Genau 1969. Warum? Ich war damals mit meiner Familie nach Uedesheim gezogen. Wir hatten dort gebaut. Und die VHS war zu dem Zeitpunkt sehr bemüht, in den Außenstellen in Neuss Unterricht zu geben. Und so wurde dann jemand gesucht, der vielleicht in Uedesheim auch Unterricht erteilen konnte. Und dem habe ich dann zugestimmt. Habe mich bei Herrn Dr. Schutz, der damals Leiter war, der erste Leiter meines Wissens hier, genau, vorgestellt. Und der war ganz begeistert und sagte, na wunderbar, da geben wir Ihnen einen Kurs in Uedesheim. Das neue Semester begann und es erschienen dann auch 6 oder 7 Uedesheimer. Aber das war doch eine sehr dünne Angelegenheit. Zu wenig Teilnehmer eigentlich. Viel zu wenig, wenn einmal einer oder zwei fehlten. Und dann habe ich damals vorgeschlagen und gesagt, also ich glaube, das hat keinen Zweck, in Uedesheim einen Kurs laufen zu lassen. Die Resonanz ist nicht da. Und dann sagt der Dr. Schutz, ja, aber wenn Sie in Uedesheim nicht unterrichten können wollen, warum kommen Sie dann nicht in die Stadt? Wir brauchen doch händeringend Leute. Zu der Zeit gab es nämlich nur einen Dozenten, nämlich den Herrn Gerd Hahn, der sozusagen der Nestor der Englischabteilung in Neuss war. Gut, dem habe ich dann zugestimmt und hatte gleich einen übervollen Kurs. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Und wer saß in meinem Kurs? 5 Uedesheimer. Worauf ich dann sagte, ja, aber Augenblick mal, ich habe doch in Uedesheim einen Kurs angeboten. Wieso kamen Sie nicht dahin? Und dann haben sie gesagt, nee, nicht im Dorf. Nicht im Dorf, dann wissen die anderen, wenn ich einen Fehler mache und so. Nee, nee, hier in der Stadt ist das schon besser. Also kamen sie mit dem Bus in die Stadt. Welches war so die Zielgruppe für eine VHS? Warum war eine VHS überhaupt notwendig? Also ich kann ja nur über die Sprachenabteilung urteilen. Grundsätzlich denke ich, auch für alle Abteilungen, VHS war einfach notwendig, weil viele ja einen Bedarf an zusätzlicher Bildung hatten. Wir dürfen nicht vergessen, dass diejenigen, die vor dem Krieg und im Krieg geboren waren, sehr viel Mangel hatten an Ausbildung und an Kenntnissen. Und was die Sprache, was Englisch anbetraf, also es war 1969, in den frühen 70er Jahren, da hatte das Wirtschaftswunder sich schon entwickelt, die Leute hatten schon tolle Jobs und stellten plötzlich fest, wir brauchen Englisch. Und also mussten sie irgendwie eine Weiterbildungsinstitution suchen. Und ich denke, das war auch überhaupt der Hauptgrund nach dem Krieg, warum die VHS gegründet worden sind, weil ein ungeheurer Bedarf an Bildung da war. So, geschehen zu Neuss den 18. Juni 1919. Anwesend unter dem Vorsitzenden des Oberbürgermeisters Gielen. Erstens Errichtung einer Volkshochschule. Stadtverordnetenversammlung nimmt Kenntnis von dem seitens des Oberlehrers Räderscheid ausgearbeiteten Satzungen und Leitsätzen für eine Volkshochschule und erklärt sich grundsätzlich damit einverstanden, in Neuss einer Volkshochschule ab 1. Oktober 1919 eingerichtet wird. Die halbjährlich auf 5.000 Mark veranschlagten Kosten werden für 1919 aus laufenden Mitteln der Stadtkasse bewilligt.
Und es wurde abends unterrichtet, richtig? Es wurde nur abends unterrichtet, weil wir ja ansonsten, wir konnten zu dem Zeitpunkt zumindest nicht in die Schulen. Wir konnten ja, wir hatten keine Möglichkeit, Vormittagsunterricht zu geben, denn wir hatten ja kein eigenes Haus. Waren das nicht auch Menschen, die tagsüber arbeiteten? Das auch. Es waren viele Menschen, die tagsüber arbeiteten und deswegen abends kommen konnten. Aber wir hatten eben auch kein eigenes Haus. Mhm. Wir haben ja nur über das ganze Stadtgebiet verteilt in Schulen unterrichtet. Und da konnten wir halt immer erst abends rein. Unter welchem Leiter bekam die VHS eine erste Heimstatt? Unter Dr. Hommers. Und das war dann? Das war dann das jetzige Stadtarchiv. In der Wurde auch im Stadtarchiv unterrichtet? Da wurde im Stadtarchiv, gab es unten einen Unterrichtsraum. Ah, ja. Da wurden dann auch, das war die Zeit, als wir begonnen haben, vormittags zu unterrichten. Da hatten wir dann schon einen Raum, in dem wir vormittags Unterricht machen konnten. Wann war das ungefähr? Das muss in den Mitte 70er Jahren gewesen sein. Mhm. Und Sie sind aber Ihrem Beruf als Lehrerin nicht nachgegangen? Zu der Zeit nicht, nein. Erst später? Erst später. Und dann haben Sie die Vormittagskurse wieder aufgegeben? Dann habe ich die aufgegeben, aber die Abendkurse habe ich behalten, weil es einfach solch eine Freude war, an der Volkshochschule zu arbeiten. Also von 1969 bis heute arbeiten Sie ununterbrochen an der VHS? Ja. Wie viele Kurse, wie viele Teilnehmer haben Sie da? Weiß ich nicht. Das kann ich. Habe ich nicht gezählt, habe ich nicht nachgehalten. Gibt es denn auch? Ich weiß nur, als mein Mann noch lebte, wenn wir durch die Stadt gingen und wir immer gegrüßt wurden, dann sagte mein Mann immer so: Former student. Und dann kam nur: Yes, former student. Ah, ja. Also, wenn ich die Semesterpläne aus dem Jahre 1968, ist natürlich schon etwas umfangreicher. Ja, Käthe Hall-Krieger hat Malen und Zeichnen für Anfänger und Fortgeschrittene gegeben. Käthe Hall-Krieger war ich sehr befreundet. Sie hatte ihr Atelier in Schloss Hülchrath. Und durch ihre Vermittlung bekam ich dann auch ein kleines Apartment in Schloss Hülchrath. Also haben wir viele Dinge dort gemeinsam gemacht. Und ihr Mann war der Kunstmaler Will Hall, der auch Unterricht gegeben hat, Kopf- und Figurenzeichen nach Modell. Und es gibt im damaligen Weiterbildungszentrum, also in der jetzigen Münsterschule, ein Mosaik auf der ersten Etage. Das wurde von Will Hall gefertigt. Für die frühere Berufsschule war es, glaube ich. Gibt es noch Teilnehmer von der ersten Stunde? Der fast ersten Stunde. Es gibt eine Teilnehmerin im Literaturkurs. Die ist dann ähnlich, in einem ähnlichen Alter wie Sie? Ja. Ich habe überhaupt eine ganze Reihe Damen und Herren, die in meinem Alter, nicht ganz in meinem Alter, einige auch, die älter sind als ich. Sie sprachen vom Literaturkurs. Ja. Das heißt, Sie unterrichten Englisch, Englisch auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Welche Kurse gibt es? Ich habe zurzeit keine Anfängerkurse mehr. Mhm. Ich habe eigentlich nur fortgeschrittene Kurse, vorwiegend Konversationskurse und einen abends Cambridge-Kurse, die zur Prüfung vorbereiten. Und wie läuft so ein Konversationskurs? Verbessern Sie die Teilnehmenden? Gelegentlich. Oder ich wiederhole später den gleichen Satz oder einen ähnlichen Satz und verwende das richtig. Dann die elegante Korrektur. Und wie wählen Sie die Themen aus für solch einen Konversationskurs? Ich muss da etwas tiefer ausholen oder weiter ausholen. In früheren Zeiten, also als ich hier begonnen habe, in meinen ersten, sagen wir mal, 25 Jahren an der Volkshochschule oder sogar 30 Jahren an der Volkshochschule, war mein steter Satz: Also, please, no sex, no religion, no politics in my lessons. Das habe ich natürlich inzwischen längst aufgegeben. Die Zeiten haben sich geändert. Sie sprechen jetzt über Sex, Politik und Religion. Und Religion. Ununterbrochen. Nein, nicht ununterbrochen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Weltläufe sind so, dass die Leute, die Teilnehmer, auch informiert sein wollen. Und viele sagen tatsächlich, ich weiß, 2015, als das Referendum in England lief, haben dann mehrere meiner Teilnehmer gesagt, also wir haben das Gefühl, dass wir besser Bescheid wissen
über die Bedingungen und über die, nicht nur über die EU, Folgen, sondern auch über die Bedingungen und die Folgen des Brexit, als die Engländer selber. Ich denke, das stimmt auch. The older you get, the better life is. Definitely, I would say. Let us try and find out. Really? Yeah. I don't know whether we are good enough to comment on that. Great, thank you. Thank you very much. I mean, when I heard that the subject would be happiness and old age, I thought, what a nice change to Brexit, customs union, Northern Ireland, and all that. Yeah. And then I thought, well, huh? Some weeks ago you said, I'm so fed up with all this. It's all some bad news. Horrible stuff. So I thought we'd do something more enjoyable. I think we weren't fed up, but we were looking for, we've been looking for more pleasant news, I would say. More, enjoying news, enjoyable news. And, Was sind das für Menschen, die kommen, um an der VHS sich weiterbilden zu lassen? Sehr. Das, ich denke mal, das hat sich sehr geändert in den vielen Jahren, in den fast 50 Jahren. In der ersten Zeit waren es wirklich, wiederum, ich kann nur für unseren Bereich sprechen, in der ersten Zeit waren es wirklich Menschen, die nie Englisch, der englischen Sprache begegnet waren, die auch entweder das beruflich brauchten oder natürlich auch die Welt öffnete sich oder auch reisen wollten und feststellten, wenn ich da in der Weltgeschichte rumreise und mich nicht verständigen kann, ist es schlecht. Ne? Also, was musste man lernen? Englisch natürlich. Ne? Also ich denke schon, wenn man von den Anfängen ausgeht, dann hat sich überhaupt, es hat sich der Charakter der Volksschulen verändert, es hat sich auch der Anspruch an die Volksschulen verändert und es hat sich natürlich auch das Niveau verändert. Das Niveau ist ungleich viel höher, als es 1969 war. Mhm. Ein das ist veränderter sicher, Anspruch schraubt auch das Niveau hoch. Das muss man schon so sehen. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Atmosphäre wichtig ist fürs Lernen? Also die Raum, absolut. Die Architektur, die absolut. Sauberkeit? Ja, sehr wichtig. Deshalb also ich bin ja so weit gegangen, dass ich schon mal gesagt habe in einer Versammlung, eigentlich müssten die Teilnehmer, die abends im Quirinus-Gymnasium unterrichtet werden, eine geringere Teilnehmergebühr bezahlen. Mhm. Wurde natürlich nicht gerne gehört. Ja. Was ja auch verständlich ist, geht auch nicht, aber ich wollte damit eigentlich nur demonstrieren. Ne? Wie wichtig ist so eine VHS für eine Stadt, so im Herzen denke ich ganz der wichtig. Stadt? Warum? Ganz wichtig. Als Anlaufstelle, als zentrale Begegnungsstätte. Ganz wichtig. Was sagt das über eine Stadt aus, wenn so ein Bildungs-, ein Weiterbildungsinstitut mitten in der Stadt ist? Was sagt das für eine Stadt aus, wenn so dass etwas die Stadt sich ihrer Aufgabe, ihrer Bildungsaufgabe sehr wohl bewusst ist. Hm. Und natürlich auch sich bewusst ist der Tatsache, dass es ein Zentrum geben muss, wo Menschen sich begegnen können, sich treffen können. Und das ist hier miteinander der Fall. Kommunizieren. Und das ist hier der Fall. Zumal wir haben ja auch, ich meine, wir haben diese schönen Ausstellungen jetzt, wir haben Konzerte hier. Dann ist natürlich auch vielleicht eine glückliche Kombination, dass wir mit der Musikschule und der Fernuniversität zusammen in diesem Gebäude sind, sodass natürlich auch für hoffentlich noch einige Synergieeffekte mehr entstehen können. Ach, das ist spannend. Anmeldung Raum 201, Englisch. So sah das damals aus in den Jahren, als ich an der Volkshochschule begonnen habe zu unterrichten. Also das war 1969 und in den 70er Jahren standen immer lange Schlangen vor den Anmeldungszimmern. Alle wollten unbedingt lernen, Englisch lernen, Französisch lernen, was auch immer. Anmeldung 201 in Englisch. Dieses Foto ist ja fast noch spannender. Das war immer ein riesengroßer Auftrieb. Weil wir haben ja heute, gut, heute werden wir, melden die Teilnehmer sich per Computer an, in den meisten Fällen. Aber damals mussten die Teilnehmer eben zur Anmeldung kommen, um sich zu registrieren und um ihre Teilnehmerkarte zu erhalten mit ihrer Nummer. Also? Wie läuft so ein Kurs bei Ihnen ab? Hier stehen Teetassen und Tee. Ja,
Wir haben natürlich ein kleines Problem in dieser Volkshochschule, weil seit einiger Zeit alle Türen beklebt einen Aufkleber haben, in dem, auf dem steht, Essen und Trinken nicht gestattet. Und ich stehe aber für meine Kurse auf dem Standpunkt, Englisch sprechen und Englisch lernen und sich mit der Sprache befassen, geht ohne Tee gar nicht. Das ist Teil der Landeskunde. Und deswegen, ich sorge aber dafür, dass nichts verplempert wird und ich mache den Tee selber und meine Teilnehmer sind so darauf eingestimmt. Machen dass Sie das schon immer? Dass Sie eine, ja. Ja, früher im WBZ wurden wir ja verseucht. Hier fiel das ja dann flach. Also musste ich mir etwas einfallen lassen, weil nach 4 Wochen die Teilnehmer gesagt haben, naja, also ist ja ganz schön hier in dem neuen Gebäude, nicht? Aber eine Tasse Tee morgens wäre schon schön. Ne? Also Sie verwöhnen Ihre Teilnehmenden ganz schön. Musste ich mir was einfallen lassen. Ah, ja. Aber ja, aber das ist ja auch Teil unserer Aufgabe. Die Teilnehmer sollen sich ja wohlfühlen bei uns. Ist Wohlfühlatmosphäre auch fürs Lernen gut? Aber sicher. Das war fast eine rhetorische Frage. Ne? Wohlfühlatmosphäre und Lachen und Humor sind ganz wichtig. Oder das kann man nicht lernen. Wie, Sie sagten schon, Sie wüssten nicht, wie viele Teilnehmende Sie hatten. Das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls, ich meine, so ein kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin, deren Mutter war 25 Jahre lang bei mir im Literaturkurs. Und dann kam die alte Dame in ein Altenheim. Und war natürlich nicht mehr beweglich. Und dann hat sie gesagt, das ist mein großes Vergnügen, das ich jede Woche habe. Und dann hat sie sich eine Taxe bestellt, ließ sich hierher oder zum WBZ fahren. Und die Taxe stand mittags um 12 wieder da und hat sie abgeholt. Und das war ihr Highlight in der Woche. Und vor Weihnachten trug sie immer ein spezielles Brot, kam aus Thüringen eigentlich. Und dann ist sie gestorben. Und dann bekam ich irgendwann von der Tochter zu Weihnachten einen Kasten mit diesem speziellen Brot. Und sie sagte, nimm das bitte mit für die anderen Teilnehmerinnen, weil die sind ja daran gewohnt, dass meine Mutter das immer mitgebracht hat. Inzwischen sitzt die Tochter, die nun auch ihrerseits pensioniert ist, im gleichen Literaturkurs. Das ist ja witzig. Ja. Also ja. Über Generationen hinweg. Ich habe eine ganze Reihe Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, deren Eltern schon da waren. Ich weiß, dass Sie vor kurzem einen Vortrag gehalten haben über lebenslanges Lernen und was das mit, vor allen Dingen im Alter, mit älteren Menschen macht. Können Sie uns das ein wenig beschreiben? Ja, ältere Menschen meinen ja immer, ich vergesse alles, es hat keinen Zweck mehr, ich kann nicht mehr lernen. Und es ist nachgewiesen, es gibt ja viel Forschung darüber, es ist nachgewiesen, dass der alte Mensch sehr wohl noch lernen kann. Man hat auch Versuche dazu geführt. Man hat zum Beispiel eine Gruppe von 80 Leuten, ich glaube in Uppsala war das, 80 Leuten getrennt. Die 40 Leute haben eigentlich nichts tun müssen. Die anderen 40 mussten eine neue Sprache lernen, nämlich Italienisch. Und ihr Gehirnströme und ihr Hippocampus sind aber vorher gemessen worden, als sie begannen. Und nach acht Wochen des Lernens wurden sie wieder gemessen. Und es stellte sich heraus, dass der Hippocampus derjenigen, die dieses Italienisch gelernt hatten, gewachsen war. Das heißt also, es können sich neue Hirnzellen durchaus bilden. Der Hippocampus kann also wachsen. Das heißt nur, man muss ihn anregen, lebendig erhalten. Und man muss, ja, und man muss ihn herausfordern. Also diese Herausforderung an das Gehirn, die ist schon notwendig. Und natürlich gehört dazu außerdem, dass der ältere Mensch eine etwas höhere Frustrationsgrenze haben muss. Das muss ihm bewusst sein. Wenn er es heute gelernt hat und morgen hat er es schon wieder vergessen, muss er es halt nochmal lernen. Also das Wiederholen ist wichtig. Und das dritte, ich denke, das dritte Element wäre einfach, er muss Spaß dabei haben. Wenn ich etwas gezwungenermaßen tue, bringt es nichts. Und es gibt ja viele ältere Menschen, denen macht es Spaß. Wenn Sie sich hier auf diese wunderbare Dachterrasse stellten, ein Mikrofon hätten, was würden Sie den Menschen zurufen? Warum lohnt es sich? Warum ist es wichtig, eine VS zu haben, in die VS zu gehen?
Ich würde erst mal was anderes rufen. Ich würde sagen, seid nicht traurig, findet das Leben nicht langweilig, sitzt nicht zu Hause, sondern kommt zur Volkshochschule. Hier gibt es immer etwas Interessantes zu tun und zu sehen. Ja. Und Sie machen noch lange weiter? Darauf würde ich mich nicht festlegen. Aber solange es Spaß macht? Solange es mir noch Spaß macht und sage, solange ja, der Herrgott mir doch die Kraft gibt. Ja, würde uns sehr freuen. Dann mache ich das noch ein bisschen.